Wir fliegen mal kurz zur Base zurück. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir brauchen GPS. Ich finde das Ding nicht. Direkt an der Nadel auf der Karte. Warte. Also hier. Wie viele Follower hast du auf Twitch? 10 Millionen. 10 Millionen. Ich bin der Kanal mit den meisten Followern, aber im Verhältnis mit den wenigsten Zuschauern. Das wissen viele nicht. Das ist ein kleiner Fun-Fact sozusagen, ne? Ein Spaßfakt. Egal, wir gehen rein. Wir gehen rein in die Höhle. In die erste heute. Wir brauchen das Megatherium auf dem Schloss. Und wir können mal gemütlich durchlatschen hier. Hoffentlich kommen wir mit dem Megatherium durch überhaupt. Oh no. Oh, das ist schon mal ein Problem jetzt hier. Mann. Ich denke, wie die extra die Höhle so klein gemacht haben, dass ich mit Megatherium jetzt nicht durchrasieren kann, ne? Kann ich doch. Haha. Ach, das Ding ist Dings. Ach komm, jetzt sag nicht, ich kann das nicht abbauen. Da reicht es schon wieder nicht, ne? Hab ich ihn jetzt zu früh geworfen? Okay. Ich guck mal, ob ich die hier reingepult kriege oder so. Gut, hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch, oder? Ja, da bräuchte man wahrscheinlich jetzt wieder so einen blöden, so ein Fundament, damit das funktioniert. Wir versuchen uns mal da eben die zu pullen, dass wir so ein bisschen hier arbeiten können. Jetzt haben wir leider den Buff nicht von der Spinne. Macht aber nichts. Wir haben jetzt die Rabbies. Aber nicht so das Problem. Jetzt haben wir den Buff. Also wir müssen kurz die Krankheit auskurieren. Wahrscheinlich würde man mit einem Steinfundament durchkommen. Ähnlich wie in der Swarm Cave halt, ne? Ich prüfe mal kurz Schlangen. Ich habe jetzt aber... Oh. So können wir schon mal ein bisschen Damage hier machen. Ich finde es ein bisschen low, dass wir halt den Kryo-Buff die ganze Zeit haben. Obwohl wir im Singleplayer sind. Und dass eigentlich niemanden was jucken sollte. Nur leider. Jetzt guck mal hier das Skorpion jetzt mal. Sehr schön. Da haben wir den Buff, machen 400 Schaden, 500 Schaden, 755 Schaden. Das geht gut rein. Ich bin schon wieder infected. Oh Mann, Alter. Also das Megatherium ist halt gerade das Stärkste, was wir haben, ne? Deswegen machen wir das auch damit. Wir haben aktuell nichts anderes, was hier durchkommen würde. So. Ist das Wasser da? Okay, easy. Ohne Fallschaden. Sehr nice. Sehr gut. Wir haben den größten Teil jetzt geschafft. Vielleicht noch gucken, wie sich der Bari im Wasser schlägt. Aber eigentlich haben wir den größten Teil einmal geschafft. Bin ich doch der Meinung. Und es wabert schon. Also Artefakt ist in der Nähe. Yes, genau. So, wir müssen kurz die Sekunden abwarten, damit der Bari rauskommt. Wir können aber folgendes. Also wir ziehen uns einmal den Bari natürlich unten in die Schnellleiste. Wir ziehen uns schon mal die Scuba an. Digga, wie viele Effekte einfach auf der Seite. So halbes WoW einfach. So, wir nehmen mal den Bari. Lassen die sich nicht stunnen oder was ist hier los? Ich sehe nichts. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bari auf jeden Fall auf Leben erstmal skillen. Das wird hier sonst zu eng. Ich dachte, wir könnten die Piranhas auch einfach stunnen. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ihr seht halt auch genauso wenig, ne? Alter, ey. Ich war kurz am Limit hier. Ich sehe halt nichts. Ich sehe die ganzen Gegner nicht. Und... Ja, was soll ich sagen? Die sind halt entfernt von dem Artefakt wabern, ne? Und ich weiß, dass wir irgendwann quasi aus dem Wasser raus müssen. Beziehungsweise irgendwann geht's links oder rechts rein und können wir einfach... Alter, einfach hinterhergekommen, der Sack. Und dann müssen wir halt... Es ist auch so eine Plattform quasi. Und da können wir dann reingehen. Aber ich denke, wir sind auch weiter weg oder zu weit weg. Ich sehe nichts, ne? Also ich weiß nicht, ob ich dismounted bin oder nicht. Das ist ja mal mega Essen. Ich könnte euch... Ja, das Problem ist halt, dass es Hardcore ist und ich sage, ich will kein Gamma anmachen. Gamma, 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 Gamma. Welches Gamma nehmen wir? Gamma 3 oder Gamma 5? Gamma 5 wäre halt mega OP, ne? Gamma 3. Wir nehmen Gamma 3, damit es nicht zu OP ist. Da sind wir. Komm raus jetzt. Raus. Oh, Digga, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn jetzt hier? Kommst du da jetzt raus oder nicht? Ich bin ultra angespannt einfach. Oh Gott! Alter, ist nicht euer Ernst. Warte mal, warte mal. Von hier sind wir auf jeden Fall nicht gekommen. Von hier sind wir auf jeden Fall nicht gekommen. Oder sind wir von hier gekommen? Und ich gehe gerade falsch. Ich bin gerade verwirrt, Alter. Nein, wir sind falsch. Das ist, eigentlich ist es so ein easy Ding da, oder? Das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr hier aus dem Nichts schon wieder rauskommt, ey. Das Ding ist halt, dass es hier oben noch einen Ausgang gibt. Den könnten wir nehmen, um das Ganze abzukürzen. Das ist aber ein bisschen gefährlich dann. Könnte ins Wasser fallen und da wären dann die ganzen Piranhas. Das Ding ist halt, da hinten steht das Megatherium irgendwo. Kann ich hier durch? Ich kann hier einfach rausdroppen. Wie geil ist das denn? Yeah, let's go. Easy. Sehr, sehr gut, dass das geklappt hat, Mann. Was mache ich denn jetzt hier? Was ist los hier? Spiel abgestürzt? Spiel ist abgestürzt. Kommt drauf an, wo er gespeichert hat. Ich weiß nicht, wo wir sind. Das müsste hier sein, wo wir Gamma eingestellt haben. Wir haben hier Gamma eingestellt. Rein in die Eugenolus-Knopfan. Ja, das Ding ist, werde ich jetzt sterben, kann ich nicht akzeptieren. Das sage ich euch jetzt schon, wie es ist, ne? Jetzt versuche ich mich nochmal zu healen. Weil wir wissen ja, dass da vorne... Nein, hey! Du Otto, Mann. So, zum zweiten Mal haben wir es jetzt im Stream. Wir jumpen mal rein. Straight up zum Megatherium. Wir rüsten uns aus. Jetzt
Den Heimweg antreten. Den Heimweg antreten, den Heimweg antreten. Einmal unten die Crew. Ich hoffe, es ist hier nicht so viel Respawn einfach. Wir können unserer Wege gehen. Digga, ich bin so konzentriert, das ist unglaublich. So. Warum leckt das? Stürzt es wieder ab? Digga, das ist nicht dein das ist nicht dein Ernst. Was ist das? Was ist das? Digga, was passiert denn in dem Spiel? Was mache ich denn, was ich... So, ich mache Dinge, die im Spiel funktionieren sollen, Alter. Dieses Spiel will mich so trollen. Es sind hier zwei Sarkos, ja? Zwei. Jetzt kommen auch die Piranhas dazu. Ich komme hier einfach nicht raus. Es sind die ganze Zeit zwei. Jetzt sind es auf einmal drei. So. Ja. Hier nochmal den Jump-and-Run-Part mitgenommen, kein Problem. Der Profi hat genug Super Mario gespielt, um auch hier zu wissen, wann er da die Sprungtaste betätigen muss. Wie Sie sehen, kommen wir wieder Richtung Tageslicht. Da steht der Agent Tavis, was übrigens immer noch die richtige Ausspracheform ist. Nicht Agent Tavis, wie viele denken. Agent Tavis, absolut richtig. Und wir sind da. Zack, Pam, hat ja nur drei Versuche gebraucht. Danke dafür, Wildcard. Ich hoffe, Arc 2 wird wirklich einfach ein schönes Spiel. Kuss geht raus. So, guck mal, da ist auch schon der Höhleneingang. Sieht man schon von oben. Wenn die quasi da genau über meinem Kopf jetzt gerade. Das ist das wunderschöne Artefakt, um das es gehen soll. Linke Seite machen wir komplett dicht mit der Taucherrüstung. Und wir gehen dann auf die rechte Seite. Was sind das? Hände und Füße? Nee, doch Füße. Hände und Füße sind das, ne? Die rechte Seite komplett. Hallo. In Gili. So, wir gehen rein. Zweite Höhle im Stream. Sumpfhöhle. Megatherium. Nochmal die Daten einmal nehmen hier, ja? 5,5k Leben. Level 80. Potenziell Level 400er Dinos hier drin. Wird interessant. Sobald der erste down ist, wie diese Mücken hier, geht's rund. Ja. 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 Mhm. So, die Artofluera ist eine hinter mir. Nee, das ist so eine Schlange, die da hängt. Level 180. Ja, hier und da werden wir wohl mal ein bisschen Leben regenerieren müssen. Das kriegen wir aber hin. Ach, komm mal, wenn das jetzt eh das Ding ist, dass es noch der Singleplayer-Spielstand ist. Ja, safe. Dann muss ich mir da jetzt gerade mal gar keine Gedanken drum machen, weil die Fundamente und sowas sind schon gesetzt. Ja, easy. Ja, man merkt das, dass halt der Angriff nicht ganz so ausreicht, ne? Aber ich sag mal so, solange wir genug Angriff haben, ist das erstmal egal. Solange wir genug Leben haben, meine ich. Es ist auch für mich die siebte Stunde, Leute. Ja, die sind eher das Problem, ja? Wieso nimmst du keine Gasmaske in die Höhle mit? Kann man wir prüfen das kurz. Gasmaske, Filtersubstrat. Wo kriegt man hier Filtersubstrat her? Wie macht man das? Harz, schwarze Perle, Öl. Siehst du, da, das ist schon der Punkt. Weil es so auch funktioniert und wir jetzt keine schwarzen Perlen haben. Das sollte, denke ich, eine Antwort sein, die zufriedenstellend ist. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, es ist ja relativ easy gerade, ne? Dass es halt wirklich mit einem Level 80er geht. Das ist brutal. Und mal ein bisschen aufs Gewicht achten vom Megatherium. Wir werden so viel Chitin, Alter. Das ist so dumm. Wir haben einfach zu viel Chitin gleich. The man is not a problem anymore. Es ist geil, dass die hier alle passiv rumstehen und dann einfach umgenockt werden. Warte. Der rote Drop. Ne, übrigens, guter Drop. Nicht, dass ich jetzt hier hängen bleibe. Aber guter Drop, diese. Richtig und richtig. Wieder aufgestiegen, weil die Spinne auf einmal Interesse gewonnen hat. Wo ist sie? Was haben wir bekommen? Wir haben bekommen... Es ist eine Blaupause. Ja. Und ein Artofluera-Sattel. Bringt uns nichts, weil wir spielen kein PvP aktuell. So, haben wir den Barin noch dabei? Vielleicht kommen wir damit ja rein. Habe ich nicht dabei? Doch, habe ich dabei. Unsicher, ob ich da jetzt den Barin nehmen sollte. Unangenehm, dass der Leech bei mir vorne ist, dran ist. Naja, hier war das, ne? Schneller ist die Polizeierlauf, sag ich mal. Oh Gott, echt, Gott. Das war das Ding vor mir, der Leech einfach nur, der mir Angst gemacht hat. Abmarsch, Abmarsch. Wieder auf zum Megatherium. Mit einem Jump. Bam. Artefakt Nummer 7 ist rein in the Tash.